WH Self Invest. Ja, wunderschönen guten Morgen allerseits. Herzlich willkommen zu unserem dritten Webinar in den Webinarwochen bei unserem Webinarmarathon. Herzlich willkommen bei WH Self Invest. Mein Name ist Stefan Fröhlich und ich darf Sie, wie gesagt, herzlich begrüßen. Ist noch eine kleine Gruppe, wird bestimmt im Laufe des Tages noch ein bisschen mehr werden, aber erstmal schon mal herzlichen Glückwunsch an diejenigen, die hier pünktlich zu Beginn um 8 Uhr dabei sind. Das zeigt, dass sie wirklich am Traden interessiert sind und dass sie das Live-Trading auch wirklich von Anfang an verfolgen wollen. Denn das hat ja einen Grund, warum wir um 8 Uhr letztendlich anfangen. Ja, René Wolfram ist derjenige, der das Live-Trading heute durchführen wird und der Sie über den Tag begleiten wird, Ihnen Einblick geben wird in sein Live-Konto. Das wird alles mit einem Live-Konto natürlich auch gehandelt, mit dem Nano-Trader hier bei uns bei WH Self Invest. Insofern wird es also super interessant, mal einem Profi tatsächlich den ganzen Tag über die Schulter schauen zu können. So, bevor wir dann starten, wie immer, der Risikohinweis: CFDs, sollten Sie mit CFDs eben handeln, sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 74,2% der Kleinanleger konnten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter, also hier bei WH Self Invest. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFD funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Futures wiederum sind komplexe Instrumente und unterliegen unvorhersehbaren Kursschwankungen. Es handelt sich um Finanzinstrumente, die es dem Anleger ermöglichen, einen Hebel zu nutzen. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Das ist also das Stichwort unbegrenzte Nachschusspflicht. Jeder Anleger sollte sorgfältig und womöglich mit Hilfe externer Berater prüfen, ob diese Finanzprodukte für ihn geeignet sind. Bevor Sie also eine Anlage tätigen, sollten Sie sich mit den Kontraktspezifikationen und Risiken der CFDs vertraut machen, in die Sie investieren möchten. Die auf einem Demokonto realisierten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne und sie sind auch nicht verpflichtet, Hebel zu nutzen. Und da wir heute auch live handeln, auch nochmal der Hinweis: Alles, was wir hier zeigen, was Sie hier sehen, sind Live-Trades. Aber wenn Sie die selber nachhandeln wollen, dann ist das natürlich keine Aufforderung, Geschäfte dieser Art und Weise mit Hebelprodukten, mit derivativen Produkten, mit CFDs oder Futures zu machen. Auch nicht stillschweigend. Wenn Sie das tun, tun Sie das auf eigenes Risiko. So, ja, dann fangen wir direkt an und ich sag mal einen schönen guten Morgen, lieber René. Ich hoffe, du bist topfit heute für den Trading-Tag. Ja klar, extra lange geschlafen, extra ausgeschlafen. super, das hört sich gut an. Ja, schön, dass du mal wieder bei uns bist und sonst machen wir ja immer so mal ein Stündchen Content, aber heute geht es mal wirklich an die Praxis, ans Live-Trading, da freue ich mich schon sehr drauf. Ja, ich mich auch. Ich hoffe, es wird ein spannender Tag. Mal gucken, wie es wird. Mal gucken, ob die Märkte uns was bieten hier heute. Genau. Ja, im Moment ja ein bisschen schwierig teilweise an manchen Tagen, weil wirklich die Vola sehr am Boden liegt in einigen Märkten. Mhm. Aber ja, da ich rotiere und sehr flexibel bin, ergibt sich eigentlich fast immer was. Sehr gut. Dann schauen wir mal los. Ja, dann überlasse ich dir das Feld sozusagen. Ich gebe dir mal den Bildschirm rüber. Okay, habe ich schon. Ah, schon. Okay, alles klar. Genau. Gut, ja, dann sage ich mal viel Spaß mit René Wolfram. Ja. Danke sehr, Stefan. Auch von mir allen guten Morgen und hallo. Wir werden heute ja einen ganz klassischen Handelstag erleben. Es sind ja auch viele, oder es werden dann wahrscheinlich auch viele Teilnehmer, die sonst bei mir im Live-Trading-Room dabei sind, auch hier heute dabei sein. Also auch euch hallo, wenn ihr schon wach seid. Warum starten wir früh? Wir werden es uns im Laufe des Tages auch mit Sicherheit anschauen. Es gibt gerade in den Futures-Märkten, natürlich geht ja der Handel schon um 0 Uhr zu unserer Zeit wieder los. Und es gibt sogar Strategien, die ab 6 Uhr arbeiten, sind jetzt keine, die ich ständig handle, wenn dann über einen Algo, weil es natürlich irgendwo auch Grenzen gibt. Irgendwann muss man auch mal schlafen. Aber die Quintessenz ist, viele Bewegungen starten zu Zeiten, zu denen wir alle noch gar nicht am Rechner sind. Also ganz oft zwischen 5 und 6 Uhr.
Teilweise sieht man nachts um 1 und um 3 auch nochmal so Häufungspunkte für lokale Tiefs oder Trendbeginne. Muss man sich nur mal die Metalle anschauen. Die haben oftmals oder auch Rohöl. Da gibt es oftmals nachts so gegen 3 Uhr Zwischentiefs oder Zwischenhochs. Öfter sind es eher Tiefs. Aber das ist natürlich jetzt für jemanden, der halbwegs normalen Schlafrhythmus hat, nicht nutzbar. Aber bei mir geht jetzt der Handel in der Zeit, die zumutbar ist, geht das tatsächlich an vielen Tagen um 7:45 Uhr los. Diejenigen, die dabei sind, wissen das. Wir haben an 3 Tagen die Woche haben wir ein Setup, was um 7:45 Uhr eine Orderplatzierung erfordert. Da sind in dieser Zeit die Währungen interessant, britisches Pfund, der Euro auch mit Abstrichen. Das sind aber auch gerade im Moment, jedenfalls was den Euro angeht, ist es so, die Märkte, die unfassbar unvolatil sind. Also da rührt sich gar nichts. Ich habe noch so die Zeiten der Griechenland-Krise, der Euro-Krise damals sehr, sehr präsent. Und wenn ich sehe, was wir jetzt für Schwankungen haben im Euro, und das ist jetzt über mehr als einen Tag, haben wir hier 40 Ticks als Handelsspanne. Es gab Zeiten, da hat man 40 Ticks in 5 Minuten gehabt. Und das war die Mindestanforderung für einen Impuls. Also die Tagesranges waren viel, viel größer. Ein Problem, mit dem wir uns in den letzten Tagen auch immer mal wieder oder in den letzten Wochen auch generell auseinandergesetzt haben, denn die Schwankungsbreite terminiert natürlich schon oder ist ein limitierender Faktor für das, was ich aus dem Markt rausholen kann, wenn ich nicht über den Hebel kommen will. Und das wäre ja fatal, wenn ich in so einer Phase über den Hebel kommen würde. Von daher muss man sich das schon bewusst machen und braucht auch einen Plan dafür. Wie lange dauern solche Phasen an? Sind die normal? Ja, sie sind normal, aber sie ziehen sich heutzutage viel, viel länger. Also diese Phasen, in denen nicht viel passiert, ziehen sich viel länger. Die Märkte sind effizienter geworden, einmal durch die Technologie. Dadurch, dass natürlich mittlerweile, wenn ich jetzt vergleiche, vor 20 Jahren gab es, glaube ich, einen Anbieter, das war damals Sino, der Shorten von Aktien angeboten hat oder generell Short gehen. Ja, heutzutage kann man das überall machen. Realtime-Kurse hatte kein Mensch. Mittlerweile gibt es das überall. Markttiefen, also ins Orderbuch zu schauen, war damals auch so total exotisch. Also da hat sich einfach technologisch natürlich viel getan. Und dann haben wir natürlich auch die Zinsentwicklung, die dazu führt, dass Liquidität in die Märkte gepumpt wird ohne Ende. Und das macht Märkte natürlich effizienter. Kann man auch sehen, haben wir auch schon in einigen Seminaren, in einigen Live-Tradings drüber gesprochen. Und wen das interessiert, auf der Webseite bei uns, auf realmoneytrader.com, findet ihr auch immer wieder Artikel, die solche Themen behandeln. Ich glaube, gerade zu dem Thema, was die Vola und die Zinsen angeht, die Kausalität, können wir da gerade mal hier einen der letzten Artikel, der ist von Anfang November, uns anschauen. Und da sehen wir hier mal eine Grafik, die oben die historische Vola der letzten 12 Monate für den S&P anzeigt. Also vom S&P die Veränderung der Volatilität. Und hier unten haben wir die historischen Leitzinsen seit 1900, da müsste ich bessere Augen haben, seit 1950. Es geht nicht um die absolute Höhe, sondern es geht um die einzelnen Schwünge. Wir haben das uns auch neulich schon mal angeschaut. Diejenigen, die hier im Live-Trading immer dabei sind, kennen die Grafik natürlich schon. Diejenigen, die regelmäßig die Webseite besuchen, kennen das auch schon. Für die anderen ist es neu, deshalb sprechen wir es ganz kurz durch. Es geht um die groben Schwünge, also die Zinsen gingen von hier bis hier rauf. Was hat der Markt gemacht? Er ist gestiegen. Die Zinsen gingen hier runter. Was hat der Markt oder was hat die nicht der Markt? Was hat die Vola gemacht? Im S&P, sie ist gefallen. Die Zinsen gingen rauf. Vola ging rauf. Zinsen runter, Vola runter. Zinsen rauf, Vola rauf und so weiter. Also es geht um diese einzelnen Schwünge, nicht um die absolute Höhe, sondern was passiert gerade am Zinsmarkt? Die Vola ging, die Zinsen gingen runter jetzt zuletzt wieder. Die letzten Schritte waren wieder Zinssenkungen, auch weltweit. Und das hat sich im Markt bemerkbar gemacht darin, dass die Vola im S&P zum Beispiel fast zum Erliegen gekommen ist. Wir haben Tagesschwankungen von 10 Punkten teilweise. Das erinnert sehr an 2017. Solche Phasen nerven und sie sind nicht gerade sehr lukrativ. Aber das Gute ist, solche Phasen sind endlich.
Man weiß nie genau, wie lange dauern sie und wann enden sie, aber sie sind definitiv endlich. Und das ist die gute Botschaft dabei. Aber das ist natürlich generell ein Problem, wenn man mal so eine Phase hat, in der es eben über fast ein Jahrzehnt, ist es ja jetzt bald, aber intensiv über 5, 6, 7 Jahre Niedrigstzinsen gibt. Die wurden ja dann weltweit noch mehr gesenkt. Also das war ja vor 6, 7 Jahren, war das ja noch, hatten wir ja weltweit noch ein bisschen anderes Zinsniveau. Über 6, 7 Jahre niedrige Zinsen und noch Anleihenkaufprogramme von den großen Notenbanken. Das treibt natürlich Liquidität in die Märkte. Liquidität ist eigentlich eine gute Sache, aber sie macht die Märkte halt effizient. Das bedeutet natürlich, auf jedem Order-Level liegen mehr Einheiten oder können mehr Einheiten liegen, wenn das Geld in den Markt fließt. Und das macht es natürlich schwieriger, den Preis zu bewegen. Also es ist ja, da muss man nur mal von der einzelnen Aktie ausgehen. Ich bin ja noch ein Kind des neuen Marktes damals. Da gab es Aktien, die haben ein gigantisches Volumen gehabt. Die konnte man überhaupt nicht bewegen. Also da konnte man 10.000 Stück kaufen am Stück und es hat den Preis null verschoben. Und dann gab es Aktien, da habe selbst ich, wenn ich mal 100 Stück gekauft habe, habe ich den Preis um 5% nach oben geschoben, ohne es zu wissen damals. Also das macht natürlich eine Menge aus. Und genauso muss man sich das natürlich auch an den Futures-Märkten vorstellen. Wenn mehr Liquidität bereitsteht und in den Markt fließt, bedeutet das einfach, dass mehr Order-Levels oder dass die Order-Levels dichter besetzt sind. Und das macht es natürlich schwieriger, den Preis zu verschieben. Und das sieht man dann auch tatsächlich. Und das ist natürlich eine Schwierigkeit. Ich glaube, es kann aber auch schon sehr, sehr hilfreich sein, wenn man das mal im Bewusstsein hat. Also wir werden es nicht ändern können. Wir werden jetzt nicht die Zinsen initiativ ändern können. Wir werden es auch nicht bewirken können, dass die Märkte jetzt auf einmal schwanken wie irre. Dazu müssten zwei Dinge passieren. Entweder es müsste zu einem deutlichen Zinsanstieg kommen, dass die Märkte wieder ineffizienter werden, sprich also Liquidität entzogen wird. Oder es braucht politische, geopolitische Schocks, also irgendwelche Entscheidungen, sowas wie Brexit, Handelsstreit USA-China, also solche Events, die halt da wieder irgendetwas freisetzen oder irgendeine Story von, ja, so wie wir es damals hatten, die Lehman-Pleite, sowas wünscht man sich natürlich nicht, weil ich glaube, wenn wir wieder in so eine Phase kommen, die nächste Phase einer Krise, da wird, selbst wenn man Short gehen kann, wird man danach Probleme haben, seine Gewinne irgendwie umzumünzen. Also von daher sollte sich sowas niemand wünschen. Aber solche Events bräuchte es oder solche Entwicklungen bräuchte es, damit man mal wieder mehr Bewegung hat. Es ist also wichtig, das sich bewusst zu machen, weil die Märkte sind in diesem Umfeld meiner Meinung nach viel mehr Trading-Märkte, beziehungsweise sagen wir es mal so, es sind entweder Trading-Märkte oder teilweise dann halt auch Investment-Märkte. Aber das, was dazwischen ist, gerade so auf Swing-Basis, da hat man Schwierigkeiten, die Trends oder im kurzfristigen Swing-Bereich hat man Schwierigkeiten, weil dazu brauche ich natürlich schon eine gewisse Bewegungsamplitude. Und wenn ich es jetzt bei mir sehe, ich handle schon seit 16 Jahren. Seit 2003 handle ich jeden Tag live. Also es gab keinen einzigen Tag, an dem ich, oder mit Sicherheit gab es einzelne Tage, aber ich habe schon immer live gehandelt. Immer von früh bis spät. Vollzeithandel, natürlich mal, wenn man mal krank war, dann halt nicht. Aber ansonsten immer jeden Tag. Und wenn ich mal sehe, welchen Aufwand musste ich vor 10 Jahren betreiben, um Betrag X aus dem Markt zu holen oder Performance in Prozent X und wie intensiv ist das heute notwendig, dann macht es immer noch Spaß und es ist immer noch absolut erträglich und angenehm. Es gibt Leute, die ganz andere Härte in ihrem Job haben. Aber es ist natürlich schon sehr viel mehr Aufwand und das sollte man gerade, wenn man das vielleicht noch nebenberuflich macht, sollte man sich das meines Erachtens sehr ins Bewusstsein rufen. Da fehlt oftmals, und das ist ein Erfahrungswert aus Gesprächen, aus Korrespondenzen mit eben Kunden oder auch Interessenten, Tradern, die sich irgendwie neu mit den Märkten befassen, da fehlt es sehr an Demut, an Respekt für die Intensität, die es braucht und für die Schwierigkeit,
an den Märkten zu agieren. Also es ist wichtig, sich diese Kausalität bewusst zu machen. Erstens kann ich dann erkennen, welchen Modus, also welchen Ansatz sollte ich jetzt verfolgen. Wenn die Märkte effizient sind, kann ich eben nicht erwarten, dass ich riesige Tagesschwankungen habe. Dann ist es eher geschickt, wenn man auf langatmiger Basis agiert oder auf ganz, ganz kurzen Ebenen. Das heißt also in so einem Umfeld, Scalpen macht dann eher Sinn. Ich bin kein Freund von Scalpen, aber entweder Scalpen oder man lässt Sachen über Monate und über, ja, teilweise über Jahre in großen Trends laufen, wenn sie denn vorhanden sind. Also wie jetzt im Aktienmarkt zum Beispiel. Bei Rohstoffen ganz, ganz schwierig. Wir haben gestern auch drauf geschaut, wie sich da die Schwankungsbreiten verändert haben. Das ist ja immer in der Wellenbewegung. Die Vola geht rauf, die Vola geht runter. Also das ist ja nichts Neues. Aber wir sind eben jetzt in letzter Zeit in der Phase, ich habe es gerade gestern auch abends noch mal in einem Update geschrieben an eine Kundengruppe. Wir haben in den Währungen teilweise überhaupt keine Schwankungen mehr. Also Intraday im Euro, der Euro, da braucht man gar nicht drauf gucken, der steht immer auf dem gleichen Niveau. Also das, was wir dort früher als Tagesschwankungen hatten und auch an Trends, da muss man nur mal auf den langfristigen Chart schauen und dann sieht man das. Werden wir gleich mal machen, auf den Euro zu schauen. Hier sehen wir jetzt mal die Vola bzw. den Vola-Spread, kurzfristige Vola, also über die letzten 25 Tage. Also einfach die Range-Größen genommen, 25-Tage-Durchschnitt ist diese blaue Linie und das hier ist der 250-Tage-Durchschnitt der Ranges. Also jeder Tag hat ja eine Kursdistanz, hoch minus tief. Was weiß ich, zum Beispiel gestern waren das 17 Punkte. Tagesspanne vom Hoch zum Tief und das eben, darauf bilde ich den Durchschnitt für die letzten 25 Tage, was die kurzfristige Vola repräsentiert und für die letzten 250 Tage, was die langfristige Vola repräsentiert. Und wenn die kurzfristige Vola sich nach unten sehr stark entfernt von der langfristigen, dann haben wir eben, dann kommt sie fast zum Erliegen. Das ist erst einmal nicht schön, wenn das passiert, weil dann geht auch sehr, sehr wenig am Markt. Das, was daran schön ist, ist, was sich anschließt. Wir sehen hier zum Beispiel, hatten wir eine Situation, Juli diesen Jahres, Vola auch komplett am Boden gewesen, kurzfristige Vola sehr weit unter der langfristigen. Und was ist kurz darauf passiert? Es gab einen Schub, einen Trendschub, in dem Fall nach unten. Das heißt im Übrigen nicht immer, dass die Vola zwingend dadurch anzieht, dass der Markt nach unten geht. Aber in vielen Fällen ist es natürlich so, hier hatten wir das auch, im April war das auch so. Es gibt aber auch mal Situationen, in denen der Trend dann nach oben geht und die Vola dadurch anzieht. Ich gucke gerade mal, ob wir mal so eine Situation hier finden. Da muss man schon eher suchen danach. Aber hier hatten wir zum Beispiel so eine Situation. Hier war die Vola am Boden. Und dann kam ein Aufwärtstrend, der sich dann auch noch beschleunigte. Ich kenne nicht die Richtung, in die es als nächstes gehen wird, aber was wir jetzt hier jüngst ja auch genutzt haben, für diejenigen, die nicht immer dabei sind, wir haben gerade aufgrund dieser Erkenntnis, dass die Vola am Boden liegt, die kurzfristige Vola, haben wir im S&P eine Position laufen. Das war erst auf der Short-Seite, dann habe ich die gestern gedreht oder drehen müssen, weil wir nach oben auf ein neues Hoch gegangen sind. Und jetzt ist hier eine der drei laufenden Positionen eben der S&P Long. Und der hat einen Stop and Reverse bei 3088, was auch bis auf Weiteres gültig ist. Da würde die Position also nicht nur ausgestoppt, sondern auch wieder auf die Short-Seite gedreht werden. Was hier aber ganz entscheidend ist, ist der Mikrokontrakt. Also ein Zehntel des großen Kontraktes und das bei diesem Kontovolumen hier. Konto hat sich jetzt in diesem Jahr von 64.191 auf 89.800 entwickelt, also schon ganz ordentlich auch gewachsen. Trotzdem bin ich im Moment noch sehr defensiv, weil Risiken werden gegenwärtig ganz schlecht entlohnt. Ich muss immer ein Anfangsrisiko eingehen, kriege aber absehbar keine gute Entlohnung. Das wird sich ändern, aber solange das so ist, möchte ich nicht zu stark investiert sein. Das ist eine Position. Dann haben wir noch von gestern auch noch oder von den letzten zwei Tagen Erdgas, Mini-Long. Erdgas wird heute interessant. Wir haben gestern schon darüber gesprochen. Es wird deshalb interessant.
Nein, nicht deshalb, sondern hier. Es wird deshalb interessant, weil heute First Notice Day ist. Wir gucken mal hier drauf auf die Übersicht. First Notice Day ist ja der Tag, an dem erstmals die Lieferung, die physische Lieferung angezeigt werden kann. Und was typischerweise passiert, also hier sehen wir das 27.11. Ist jetzt nächstes Jahr zum Beispiel auch, also Ende des Monats, haben wir immer diesen First Notice Day. Und was eben wichtig ist, ist, dass man versteht, dass diese First Notice Dates tatsächlich Anziehungskraft haben. Wir haben das uns neulich mal auch in einer Einheit angeschaut und haben wir gesehen, dass es ganz oft bis zu dem First Notice Date eine Tendenz gibt, die wird dann gekontert oder es läuft eben in den 5 bis 10 Tagen davor läuft es seitwärts und anschließend fängt der Markt an zu tendieren. Also das ist schon etwas, also dann kann man dann Breakouts handeln. Das ist etwas, was wir berücksichtigen müssen. Wir haben in dieser Woche generell einige Termine, die spannend sind. Wir haben zum Beispiel, und darauf ist eigentlich vor allem der Fokus zu richten, wir haben heute WTI im Fokus, Natural Gas sowieso jetzt auch schon seit ein paar Tagen im Fokus. Dann haben wir in dieser Woche am 29.11. haben wir First Notice Day für die ganzen oder für viele Getreide. Ausgenommen sind Sojabohnen und Reis. Alle anderen haben First Notice Date am 29.11., sprich am Freitag. Wir haben morgen natürlich durch den Feiertag haben wir so einen, und Freitag durch den halben Handelstag oder verkürzten Handelstag haben wir natürlich so ein bisschen eine zerrupfte Woche. Aber gerade diese Daten sind spannend. Märkte wie Mais zum Beispiel, die zuletzt zurückgekommen sind, werden dann im Dunstkreis dieses Termins auch potenziell interessant für die Long-Seite, wenn sie eben zuletzt gefallen sind. Also da kann man oftmals ganz interessante Situationen nutzen. Jüngst hatten wir das. Wir haben darüber gesprochen, haben es auch genutzt, handelstechnisch. Jüngst hatten wir das zum Beispiel bei Baumwolle. Da war letzten Freitag das First Notice Date. Und das kann man jetzt hier nicht mehr sehen, weil es ja schon vorbei ist. Aber da war dieses First Notice Date. Das ist schon, liegt schon hinter uns. Und ja, direkt danach ist der Preis angestiegen. Bei Kaffee hatten wir das First Notice Date auch kürzlich für den Dezember-Kontrakt. Sehen wir jetzt hier auch nicht mehr. Aber da ist es so, dass auch mit diesem Wegfall des Kontraktes oder mit dem, nicht Wegfall, sondern mit dem First Notice Date für den Dezember gab es ein zwischenzeitliches Preistief und dann ist der Preis angesprungen. Also da steckt schon was dahinter, weil das eine Aktion erfordert. Wenn ich einen Futures-Kontrakt gekauft habe oder verkauft habe, sprich Short bin, dann muss ich den ja schließen, weil ich nicht in die physische Lieferperiode kommen will. Zwar schließen meines Wissens alle seriösen Broker diese physische Lieferung aus. Das heißt, also es, selbst wenn man das mal verschusselt und ich bin da König drin gewesen, ich habe das, gab mal eine Zeit, da habe ich das immer verpeilt, weil ich auch gar nicht darauf geachtet habe, weil es mir nicht wichtig war, was ja dumm ist. Da habe ich so oft die Position vom Broker geschlossen bekommen. Erstens mal, es kostet jedes Mal. Zweitens, die Preise sind schlecht. Man kriegt es schlecht geschlossen. Also man kriegt nicht so effiziente Preise, wie wenn ich rechtzeitig rolle. Und ja, der Termin ist dann einfach natürlich nicht gut. Aber das ist schon wichtig, dass man diese Termine kennt. Deshalb, also das war und ist jetzt in den nächsten Tagen auch ein Thema. Wir gehen ganz kurz nochmal die restlichen Märkte durch, beziehungsweise Positionen durch. Es läuft eine Position long in den Soybeans. Man sieht es auch, mit den laufenden Positionen liege ich im Moment 431 Euro hinten. Ansonsten sind folgende Orders im Markt: Cotton, März, Buy Limit 64,7. Kakao, Sell Limit 2740, GTC, Coffee,
Das März-Sell-Limit, das war gestern nur tagesgültig, das ist jetzt nicht mehr drin. Aber was noch drin ist, ist das Buy-Limit bei 109,9. Bei Lean Hogs, da wird der Handel erst um 15:30 Uhr starten. Februar-Kontrakt Buy-Limit 64,5 und ebenfalls Februar-Kontrakt Buy-Limit 60,55. Beides GTC gültig. Bei Lumber, Bauholz handelt kaum jemand, aber ein sehr gut handelbarer Markt. Nicht gut von der Liquidität, aber gut von den Einflussfaktoren und von der einigermaßen Kalkulierbarkeit. Kalkulierbarkeit heißt nicht, dass man jetzt genau weiß, wie der Markt laufen wird, aber die Einflussfaktoren dort sind einfach, ähnlich wie bei Lean Hogs. Es sind einfache und logische Einflussfaktoren. Es sind nicht so viele komplexe Faktoren, wie man sie jetzt beispielsweise bei den Währungen hat oder auch ja, bei den Aktienmärkten. Das sind ja dann schon auch eher Märkte, bei denen sehr viel von den Notenbanken gesteuert wird und auch aktiv gesteuert wird. Keine Notenbank interessiert sich für den Bauholzpreis. Also das ginge gar nicht auch schon vom Volumen her. Dort sind also zwei Orders im Januar-Kontrakt im Markt, 447,5 als Sell-Limit als erstes und 490 als zweites, jeweils GTC gültig, also gültig bis auf weiteres. Bei Zucker habe ich auch eine Staffelung, einige Orders im Markt, März-Kontrakt, Buy-Limits bei 12,25, bei 11,60, bei 10,75, jeweils gültig bis auf weiteres. Im Euro ist auch eine Order im Markt, bezogen auf den Dezember-Kontrakt. Sell-Limit 1,11,83. Wenn der Markt in diesem Modus weiterläuft, ich habe es gestern schon mal gesagt, dann brauchen wir da drei Jahre, um dahin zu kommen. Es hat also auch eher einen konservativen Charakter. Gold haben wir gestern noch eine Order drin gehabt, die habe ich gelöscht, weil dort haben wir eben jetzt in dieser Woche das First Notice Date für den Dezember. Das heißt, wenn ich dort was mache, muss ich sowieso neu aufgeben, im Februar-Kontrakt dann. Das wird auch passieren, werde ich in den nächsten Tagen, entweder heute oder morgen werde ich das, morgen mit sicher nicht, heute oder am Freitag werde ich das machen. Orange Juice, Januar-Kontrakt, Sell-Limit 106,5. Hintergrund dort ist, das, was den Preis typischerweise treibt zwischen Oktober und Dezember, ist oder sind die Befürchtungen, dass es Frostschäden geben kann. Haben wir jetzt in diesem Jahr nicht gesehen. Warum nicht? Wir hatten ein El Niño-Phänomen und im pazifischen Raum, was sich natürlich dann auch bis in die USA oder bis Florida auswirkt. Und das bringt typischerweise dort ein eher mildes Klima. Das bedeutet, man hat in diesen Zeiten naturgemäß relativ niedrige Energierohstoffpreise. Das hatten wir jetzt, wenn man sich anschaut, letztes Jahr von 2018 auf 2019. Da ist ja dann auch der Ölpreis mal zwischenzeitlich richtig in die Knie gegangen. Erdgas in diesem Jahr auch geschwächelt, hat sich jetzt ein bisschen erholt von den Tiefs. Aber die waren tendenziell unter Druck. Und bei Orange Juice, wenn es keine Wahrscheinlichkeit dafür gibt, dass es dort Frostschäden gibt, naja, dann ist diese Spekulationsgrundlage schon mal weg. Das nächste, was dann natürlich wichtig ist, ist zu verstehen, dass dort natürlich auch Preisdruck aufkommt, wenn es hin zur Haupterntezeit kommt. Denn klassisches Prinzip von Angebot und Nachfrage, wenn neues Angebot auf den Markt kommt und es keine Erntebeeinträchtigung gibt, dann dämpft das erstmal den Preis. Und wir steuern bei Orange Juice auf die Haupterntezeit zu, oder die beginnt jetzt. Die beginnt so Ende November und gipfelt so in Richtung Weihnachten. Kennt man wahrscheinlich auch noch aus dem Film mit Eddie Murphy, Glücksritter. Da ging es ja auch um Orangensaftspekulation und das war auch um Weihnachten herum. Also das kennt man von dort. Deshalb dieser Markt ist dahingehend interessant. Wir haben uns auch die Terminstruktur angeschaut. Machen wir an der Stelle gerne auch nochmal, weil ja nicht jeder hier immer dabei war. Und da können wir sehen, dass bei Orange Juice die hinteren Liefertermine relativ hoch gelegen sind. Grundsätzlich, man kann nicht pauschal sagen, dass eine Contango-Situation, wie wir sie hier vorfinden, dass die immer bearish ist. Das wäre falsch, weil nicht differenziert. Aber was wir sehen können, ist natürlich, dass die Produzenten, und das sind reale Geschäfte, wir sind viel zu abstrakt, aus meiner Sicht jedenfalls, durch die ganzen Charts und
Indikatoren und alles, ohne das schlecht machen zu wollen. Es hat alles seine Berechtigung und wer das erfolgreich nutzt, macht das. Trotzdem bin ich überzeugt und weiß eben aus der Zusammenarbeit mit Tradern, aber auch aus der persönlichen Erfahrung, wenn ich gucke, was habe ich vor 5 Jahren alles noch nicht gewusst, was habe ich vor 10 Jahren alles noch nicht gewusst an fundamentalen Einflussfaktoren, dann ist das enorm. So eine Terminstruktur ist auch etwas Abstraktes, vermeintlich. Ist es aber nicht wirklich. Letztlich, es gibt einen Termin, Januar, einen Kontrakt. Das heißt, wenn ich den verkaufe, wenn ich Produzent bin von Orangen, in Florida meinetwegen, und möchte meine erzeugten Produkte verkaufen. Hier, wo ich lebe, in Hanau, stellt man sich auf den Markt und verkauft da seine Eier, die Hühner im Stall geworfen haben. Und ein Produzent, ein größerer Produzent, verkauft eben zum Beispiel dann auch über den Terminmarkt an einen unbekannten Abnehmer. Und der Abnehmer verpflichtet sich zur Abnahme und der Produzent oder der Verkäufer eines Kontraktes verpflichtet sich zur Lieferung und zwar zu dem vereinbarten Preis. Und ein Produzent hat natürlich bestimmte Produktionskosten, die sind relativ niedrig oder die gehen runter, wenn die Zinsen, das Zinsniveau niedrig ist. Wenn der Preis vom Rohstoff selbst niedrig ist, gehen die Kosten auch naturgemäß mit runter. Bei Orange Juice liegen die so bei 82 ungefähr. Im Moment stehen wir bei roundabout 100 mit dem Januar-Kontrakt. Und was so ein Produzent natürlich dann beachtet ist, welche Margen kann ich mir denn sichern? Um nichts anderes geht es. Und wenn der jetzt schaut und sieht, okay, ich kriege schon mit dem Juli oder mit dem September-Kontrakt, kriege ich schon 15% höhere Preise, dann wird er dort die Preise festschreiben, sprich, er wird Futures verkaufen. Das heißt, es kommt ein natürlicher Verkaufsdruck, ein natürliches Verkaufsinteresse. Haben wir bei Kaffee auch gesehen vor einem halben Jahr, als der Preis da mal nach oben, ja, geschossen, wäre jetzt etwas übertrieben ausgedrückt, aber als der Preis deutlich nach oben gegangen war, gab es das dort auch. Das heißt, wenn man sich einfach mal bewusst macht, es gibt Leute oder es gibt Adressen, die produzieren einen Rohstoff und wollen den verkaufen. Und wenn man nur von sich selbst ausgeht, was ist das Ziel? Das Ziel ist, dass man eine angenehme Marge hat, dass man möglichst gute Preise erzielt. Und sobald man einen guten Preis erzielen kann und es einen Abnehmer gibt dafür, dann wird man diesen Preis festschreiben. Das macht man durch einen Futures-Verkauf. Und das ist die Sache, wenn wir starke Contango-Situationen haben. Haben wir beispielsweise bei Orange Juice. Da erzielt er, wie gesagt, mit den hinteren Kontrakten 15 bis 20% höhere Preise. Das ist ordentlich und führt immer wieder dazu, dass der Preis zurückgeworfen wird. Ich persönlich bemesse so einer Terminstruktur und ihrem Ausmaß sogar mehr Bedeutung bei oder mehr Aussagekraft bei als einem gleitenden Durchschnitt. Nichts gegen gleitende Durchschnitte, nutze ich auch, ist als Orientierung auch hilfreich. Aber das hier sagt mir über die Insights des Rohstoffs mehr aus. Das bedeutet im Übrigen natürlich nicht, dass man dadurch dann irgendwie perfekter tradet. Es wird mit Sicherheit Leute geben, die phasenweise mit ihren gleitenden Durchschnitten und mit ganz banalen Methoden und ohne irgendwelche Terminstrukturen, die phasenweise viel besser performen als jemand, der Terminstrukturen sich anschaut. Am langen Ende bringt das aber einen großen Vorteil. So. Also wir haben Orange Juice als Markt, der in einer sehr starken Contango-Situation ist, der aus saisonaler Sicht auch ein Short-Kandidat ist, weil wir da eben immer wieder sehen, dass es Preisdruck gen Süden gibt, wenn es hin zur Haupterntezeit geht. Also je näher wir Weihnachten kommen, so speziell ab Mitte Dezember, ist es eigentlich fast jedes Jahr so, dass ich im Orangensaft short bin. Ich warne aber davor, das undifferenziert jetzt jedes Mal zu machen. Man sollte verstehen, warum ist das so? Nämlich weil dann Haupterntezeit ist und Angebot kommt. Da kommen die ganzen Crop Reports auch, die eben aussagen, also die Reports von der USDA, wie ist die Ernte ausgefallen?
Wenn es mal massive Ernteschäden geben sollte, wird genau dieser Effekt, der typischerweise die Schwäche bewirkt, dann auch umso krassere Stärke nach oben bewirken. Also ich habe früher in Ausbildung auch genau solche saisonalen Phänomene aufgezeigt, aber nur die Regelmäßigkeit aufgezeigt, mehr oder weniger. Schon auch, was dahinter steht, angesprochen, aber die Kernbotschaft war, mach das 20 Mal, also was weiß ich, 20 Mal Short am 15.12. und raus am 31.12. und du hast Geld verdient. Die Erfahrung, auch in der Zusammenarbeit mit Tradern, hat mir aber gezeigt, dass das in der praktischen Umsetzung so gut wie nie so gehandhabt wird, wie es gehandhabt werden müsste, weil kein Trader, leider Gottes, einen Zeithorizont hat von 10 Jahren und mehr. Also funktionieren solche simplen, ganz, ganz simplen Methoden in der Praxis für viele nicht. Sie würden funktionieren, wenn die Trader diesen Zeithorizont hätten, also mindestens 8 bis 10 Jahre. Das heißt, ich mache das, diesen Short Trade oder diesen Long Trade im Oktober oder den Short Trade Mitte Dezember. Wenn ich den 10 Jahre lang mache, beides mache, werde ich in Summe Geld verdient haben. Ich werde aber auch mal eins, zweimal richtig rasiert werden. Das wird auch passieren dabei. Dem kann ich nur entgegenwirken und es möglicherweise vermeiden, sicher kann man da auch nicht sein, indem ich Erntereports lese, die Wetterentwicklung kenne, also die Anbauregionen kenne, deren Wetterentwicklung kenne und die Terminstruktur beachte. Dadurch wird es trotzdem nicht perfekt. Wir haben es zum Beispiel gestern auch gehabt. Eigentlich richtige Analyse im Bauholz, um ein paar Ticks nicht ausgeführt worden, dann ist das Ding alleine runtergekracht. Bringt mir nichts, wenn ich da eigentlich richtig gelegen habe, aber entweder kein Produkt hatte, um es zu handeln. Ich könnte jetzt zum Beispiel auch hier in diesem Konto, ich könnte jetzt auch die richtige Meinung zum Bitcoin haben. Hier werden Bitcoin Futures nicht angeboten, was ich auch gut finde, was ich auch richtig finde. Aber dann bringt mir diese Einschätzung nichts. Oder wenn ich es wie bei Bauholz habe, ich habe die richtige Einschätzung, die Analyse ist grundsätzlich richtig, dass es raufgeht bis 428 und dann fällt, aber ich werde nicht ausgeführt, also ist es brotlose Kunst. Von daher, nur weil man viele Informationen oder viele gehaltvolle Informationen richtig auswertet, heißt es noch lange nicht, dass man Geld verdient. Man braucht viele, viele gute Situationen, die man richtig einschätzt. Und wenn ich 100 Situationen richtig einschätze, werde ich aber nicht in 100 Fällen Geld verdienen. Das muss man verstehen. Es gibt Varianzen. Manchmal fliege ich blöd raus. Das heißt, fallen schon mal 20% dieser 100 Trades fallen schon mal weg. 20 davon fallen weg, weil ich eigentlich richtig liege, aber es gibt eine Varianz und ich fliege blöd raus. Dann kriege ich manchmal, bin ich zu knausrig mit dem Einstieg, kriege keine Einstiege, da fallen nochmal 10, 15% der Trades weg oder vielleicht sogar 20. Weil ich aus irgendeinem Grund nicht reinkomme. Schusseligkeit, zu knausrig, Limit zu hoch oder zu niedrig angesetzt, knapp verfehlt, was auch immer. Oder drin, aber blöd ausgestoppt, zu früh vom Tisch genommen, die Gewinne. Also, ich werde von 100 Situationen, die ich richtig einschätze, nicht in 100 Fällen Geld verdienen. Das muss man sich erstmal eintrichtern, aus meiner Sicht. Deshalb. Die Analyse hier ist, oder der Plan ist, Orange Juice Short zu handeln, unter anderem, weil es aus saisonaler Sicht ab Mitte Dezember, also ich will jetzt nicht sofort Short rein, aber wenn es sich noch ein bisschen erholt, ab Mitte Dezember saisonal üblich, wegen der Ernte und den Erntereports, weil es dann Druck gibt, naturgemäß, und ich glaube, in diesem Jahr wird es diesen Druck geben, weil ich zumindest nach dem, was ich bislang an Wetterdaten sehe, gibt es dort keinen Grund, dass es dort eine riesige Preisexplosion gibt. Würde mich wundern. Also es müsste normalerweise eine gute Ernte dann sein. Und ein anderer Markt, da habe ich aber leider keine Terminkurve, die man hier anzeigen kann. Ein anderer Markt, der auch eine sehr starke Contango-Situation immer wieder hat in den ersten 3, 4 Lieferterminen, sind Lean Hogs, das ist Magerschwein. Da sieht man das Gleiche auch. Diese Kontraktsprünge vom vorderen Kontrakt zum nächsten. Jetzt jüngst gab es ja auch einen, diese Kontraktsprünge.
die machen in dem Markt im Moment so 10% aus. Also der vorherige Kontrakt war bei 67 oder 68, der nächste Kontrakt ist bei 74. So zum Beispiel war das beim letzten Mal. So war das Kontraktverhältnis zu dem First Notice Date beim letzten Mal ungefähr. Und das führt natürlich dann dazu, wir können ja konkret mal drauf schauen. Wir gehen auf die Seite der CME, die ich hier sowieso gerade aufgerufen habe, weil hier die Daily Price Limits festgehalten sind. Die expandieren ja teilweise. Also gerade bei Lumber zum Beispiel expandieren die auch mal von diesen 18 Dollar auf zum Beispiel 30 Dollar. Das sollte ich immer im Blick haben. Und wo wir schon auf der Seite der CME sind, können wir natürlich auch mal schauen auf Lean Hogs. Muss ich mal gucken, ob wir das hier reinkriegen. Auf die Schnelle. Und da können wir uns dann zwar keinen so schönen Chart anschauen, aber wir sehen die einzelnen Preise der Liefertermine. Und dann kann man sehen, wie die Preisdifferenzen sind. So, da sehen wir. Im Dezember-Kontrakt, da ist das Volumen schon rausgegangen. First Notice Date hatten wir hier schon. Dementsprechend Volumen geht hier raus. Der Februar-Kontrakt ist der, den ich handle. Und wenn wir jetzt von dem ausgehen, das ist der Kontrakt, den man dann eben berücksichtigen sollte. Wir können sogar den Dezember noch dazu nehmen, das nimmt sich jetzt auch nichts. Sieht man, der Dezember liegt bei 60, der Februar bei 67, der April bei 74 und mit dem Mai, mit Liefertermin Mai erreicht man schon 80. Und jetzt ist es so, wir haben für diesen Markt auch drüber gesprochen in der Ausbildung, haben auch hier im Live-Trading Room, also in meinem täglichen Live-Trading, haben wir auch schon drüber gesprochen. Bei Lean Hogs ist ein ganz, ganz wesentlicher treibender Faktor für die Preise oder ein preisbeeinflussender Faktor sind die Futtermittel. Das sind zu 3 von 4 Anteilen, zu 3 Viertel ist das Mais, zu ungefähr 1/4, ein bisschen weniger, sind es Soja oder ist es Sojabohnenmehl. Und dann kommt noch so ein bisschen was anderes dazu. Aber so ist das Verhältnis. Und die Kosten pro Einheit liegen so, die variieren zwischen 60 und 80. Und das ist auch so die grobe Handelsspanne, die grobe langfristige Range in diesem Markt, was wir immer wieder versuchen zu nutzen. Auch jetzt, wenn der Preis in Richtung 60 kommt, mit dem aktuell liquidesten Kontrakt, dann will ich auf der Long-Seite Einstiege suchen. Das hat manchmal Varianzen bis 50 runter. Kommt selten vor, aber wird vorkommen. Aber wenn ich mir nur mal merke, okay, sobald wir in Richtung 60 gehen mit dem Lean Hogs Preis, wird es für die Long-Seite interessant. Das ist schon mal eine ganz gute Sache. Und zwischen 80 und 90 dreht das dann oftmals wieder nach unten, weil es dann sich für die Produzenten lohnt. Oberhalb von 80 lohnt es sich in der Regel, Preise festzuschreiben. Und da kommen wir jetzt wieder an diesen entscheidenden Punkt. Mit dem Mai-Kontrakt, mit dem Mai-Future, und das sind ja jetzt nur noch 2 Liefertermine entfernt, wenn der Februar der Most Liquid Monat ist, mit dem erreicht man schon eine 20% höhere Marge. Was passiert dann typischerweise? Also man wird zum Beispiel dann auch sehen, oder man sieht teilweise dann, hier jetzt zum Beispiel im Juni, der Juni 2020 hat auch schon ganz ordentlich Volumen. Also der hat so viel Volumen wie der April und halb so viel wie der Februar. Das ist nicht gerade wenig. Und in diesen Kontraktmonaten, in diesen Liefermonaten schreiben die dann auch gerne Preise fest. Also Liefertermin Juni hat hier 85. Das ist schon ordentlich. Also wenn ich ein Viertel mehr bekomme gegenüber jetzt für eine Lieferung, die 4 Monate später ist als die Lieferung, die ich jetzt gerade handle oder den Liefertermin, den ich jetzt gerade handle, das ist ordentlich und das ist ein Faktor, der den Preis immer wieder nach unten drückt. Man sieht es dann auch hinten heraus, wenn man dann ein bisschen weitergeht, gehen die Preise wieder runter. Das ist dann auch etwas, was man saisonal oft sehen kann. Es wird dann weniger attraktiv, Preise in der Zukunft festzuschreiben,
in künftigen Liefermonaten. Wenn wir mal hier so im Mai sind, zum Beispiel ab da, Mai, Juni, das ist oftmals eine Zeit, in der Magerschwein sich verteuert, wenn es in diese Richtung geht. Naja, warum? Weil die darauffolgenden Liefertermine entweder den gleichen Preis haben, zumindest nach jetzigem Stand, oder sogar günstiger gepreist sind. Ist etwas, was man unbedingt berücksichtigen sollte. Deshalb bei Lean Hogs habe ich zum Beispiel Orders im Markt, wir haben es gesehen, aber ich möchte vergleichsweise tief rein und ich weiß, dass es nur eine Trading-Situation ist. Ich würde aber, wenn der Preis jetzt um 15% nach oben geht, würde ich den Markt shorten. 15, 20% nach oben wären wir bei 80 mit dem Februar-Kontrakt. Da bin ich auf jeden Fall short. Weil dann, wenn man da die anderen Kontrakte noch so ein bisschen, die werden ja nicht 1 zu 1 mitlaufen, aber die werden ähnlich auch nach oben gehen wahrscheinlich, dann kriege ich ja mit dem Mai-Kontrakt und mit dem Juni, da komme ich ja in Richtung 90, 90, 95. Und das ist natürlich dann ultimativ attraktiv, um Preise festzuschreiben. Da werden Preise definitiv festgeschrieben werden. Und man kann das tatsächlich nutzen. Habe ich zum Beispiel früher, weil ich es auch nicht verstanden hatte, auch nicht genutzt. Früher wusste ich auch, dass die Terminstrukturen bestimmte Aussagekraft haben. Aber ich habe es nie aktiv genutzt. Zum Beispiel starke Contango-Situationen, weil ich es noch nicht begriffen hatte. Oberflächlich verstanden, ja, wirklich verinnerlicht, was das dann bedeutet, also mir auch bewusst zu machen, da gibt es Farmer, die züchten die Tiere, die mästen sie und die müssen bestimmte Preise erreichen und nicht wie wir Spekulanten versuchen, große Trends zu erwischen, sondern wenn einer die Möglichkeit hat, sich einen Preis von 85 zu sichern, dann macht er das Gottverdammt nochmal. Oder wenn er 90 erzielen kann, dann verkauft er. Völlig gleich, was irgendwann mal sein könnte. Es geht für diese Lieferung darum, sich einen Preis zu sichern. Das muss man eben auch nochmal berücksichtigen. Während wir zum Beispiel ja ein Spekulant, ein Trader, ein Investor, der kauft jetzt irgendeinen Rohstoff, investiert darin und wenn es nach ihm selbst ginge und wenn er das terminieren könnte, würde er wahrscheinlich sagen, das halte ich über 5 Jahre und das soll sich im Preis möglicherweise idealerweise verdreifachen oder verfünffachen. Ein Produzent ist jetzt kein schönes Thema, gerade für die Veganer unter uns oder Vegetarier. Ich finde es auch nicht schön. Aber wenn wir jetzt mal bei diesem Markt bleiben, weil es sehr, sehr logisch ist, die Tiere werden 6 Monate, sind die in der Mast. So. Dann werden sie meistens mit einem Gewicht von 250 Pfund verkauft. Was dann passiert, wissen wir ja auch. Also nichts Tolles, natürlich klar. So, die werden gemästet vor der Mast, bevor diese Mastphase beginnt, das Tier wird geboren, jetzt muss ich ihm was zu essen geben. Das heißt, ich muss die Futtermittel schon mal vorher kaufen. Das führt zum Beispiel dazu, dass man auch diesen Zeitversatz, den wir auch oft hier besprochen haben und den wir uns auch gerne mal angucken können, den man im Hogs Crush Spread abgebildet sieht. Da kann man zum Beispiel oft sehen, und das ist auch das, was wir jetzt versuchen wollen zu nutzen in naher Zukunft. Wir haben auf der einen Seite die Terminstruktur, die mir eher sagt, okay, das wird da auch immer nochmal zurückgeworfen werden. Aber wir haben hier auch in diesem Hogs Crush Spread, da haben wir die Futterpreise, also Sojamehl und vor allem Korn. Mais. Und deren Preisschocks, da hat man so ein 6 Monats-Zeitfenster, 6 Monate Zeit versetzt nach so einem Preisschock in den Futtermitteln. Wir hatten ja Juni, Juli hatten wir ja heftigste Preisschübe bei den Getreiden in diesem Jahr. Das bedeutet, 6 Monate später, sprich Mitte Dezember oder generell im Dezember, kann ich erwarten, da dürften dann ganz gute Einstiegschancen sein. Long in den Lean Hogs. So ein Zeitversatz ist natürlich Gold wert, wenn man ihn kennt. Er ist nicht perfekt, wird auch nicht immer hinhauen, aber es ist eine gute Orientierungshilfe. Und wenn man sich die Frage stellt, warum soll das so sein? Ja, 6 Monate ist der Mastzyklus und die Futtermittelpreise, die muss ich ja bezahlen. Ich muss die ja vorher einkaufen. Ich kann ja nicht sagen, okay, jetzt soll das Tier hier 6 Monate stehen. Im Moment sind mir die Futtermittelpreise zu hoch. Im 6. Monat, wenn sie günstig sind, fange ich an zu mästen. Ist ja Quatsch. Also ich muss in der Realität, das ist eben der entscheidende Punkt,
Wir gucken immer nur auf Charts und sagen, ah, da ist ein Zyklus. So, jetzt kann man daran glauben oder man kann nicht daran glauben. Wenn ich aber mir bewusst mache, es gibt einen 6-Monats-Zyklus, der entspricht dieser Mastdauer. Was passiert real? Wenn ich ein Tier füttern möchte und muss, wenn ich es mästen möchte, muss ich die Futtermittel kaufen. Und zwar zwingend spätestens dann, wenn das Tier geboren wird oder wenn die Tiere geboren werden. Da gibt es auch Zyklen, Geburten, starke Phasen im Jahr und nicht so geburtenstarke Phasen. Auf jeden Fall, das steht dahinter. Heißt also, es fallen Realkosten an, die dann zur Lieferung, also 6 Monate später, wenn das in Anführungszeichen Produkt, wenn der Rohstoff sozusagen fertig ist zum Verkauf, in dem Fall die Tiere ihre Mastzeit beendet haben, dann kommt diese Kostenkomponente rein. Und deshalb hat man dort diesen 6 Monats-Zeitversatz. Und ich glaube, es ist ein großer Unterschied, ob man einfach nur observiert, also einen Zyklus erkennt, aber nicht weiß, was steckt dahinter. Ich tue mich zum Beispiel heute noch schwer mit Sachen, bei denen ich zwar eine Regelmäßigkeit kenne, aber sie nicht hundertprozentig verstehe. Man weiß nicht immer, was da hundertprozentig was dahinter steht. Wenn ich aber so eine Kausalität kenne, dann werde ich es trotzdem nicht immer perfekt machen. Aber man sieht ja in vielen Fällen oder in der Historie fast immer, diese roten Markierungen markieren eben 6 Monate nach dem Preisschock, den es in den Futtermitteln gegeben hat. Und da starteten dann Trends. Hier unten haben wir den Lean-Hogs-Preis. Hier oben ist der Futterpreisindex. Also einfach nur Sojamehl plus Korn, diese Preise aufaddiert. Und dann sieht man, wenn man jetzt hier eingestiegen wäre, long, bald darauf, fiel noch ein bisschen, dann setzt aber eine Rallye ein. Hier auch, kurz danach ging eine Rallye los. Hier das Gleiche, also diese roten Markierungen markieren immer 6 Monate nach diesem Preisschock. Hier oben ist der Preisschock mit dieser dunklen Linie markiert. Und 6 Monate später ist diese rote Linie hier unten. Hier unten haben wir den Preis, das heißt also 6 Monate, hier war der Preisschock bei den Futtermitteln. 6 Monate später führt das dazu, dass der Preis nach oben geht. Es geht im Übrigen nicht darum, den genauen Wendepunkt zu erwischen, sondern wenn ich immer 6 Monate nach einem Preisschock kaufe, sind wir manchmal schon am Steigen, manchmal sind wir unmittelbar vor der Wende, manchmal trifft man auch genau die Wende. Aber das ist sehr hilfreich. Und das ist natürlich hier ein Trade, der in den nächsten Wochen erfolgen soll. Ich habe Orders im Markt, wir haben es eben gerade gesehen. Und jetzt gilt es abzuwarten, ob es da zu einer Ausführung kommt. So, das waren also diese beiden Märkte. Wir haben das ja eben gerade nochmal, gerade im Zusammenhang mit Orange Juice angesprochen. Also Orange Juice ist in einer starken Contango-Situation. Hinteren Preise sind sehr viel höher als die vorderen. Und Lean Hogs haben wir uns auch angeschaut. Da sind die hinteren Preise auch sehr viel höher als die vorderen. Bedeutet für mich, wenn ich was auf der Long-Seite mache, dann halte ich nicht bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, sondern ich nehme Preisschübe mit. Bedeutet auch, dass ich nicht aggressiv einsteige, sondern eher passiv. Bedeutet also, ich setze Limits in den Markt, will sehen, dass der Markt abverkauft wird. Und wenn wir dann ein relativ niedriges Preisniveau erreicht haben, dann möchte ich reingehen. Es gibt andere Situationen, da würde ich anders vorgehen, wenn wir eine andere Struktur sehen in den einzelnen Lieferterminen. Aber hier, das sind zum Beispiel zwei Märkte, die tatsächlich, bei Lean Hogs ist es schon fast traditionell und bei Orange Juice variiert das total, die sehr starke Preisdifferenzen haben zwischen den vorderen und den hinteren Kontrakten. Das wird jetzt kurzfristig natürlich dann auch eine große Relevanz haben. Also deshalb Orange Juice, Short Limit 106,5. Mal sehen, ob es dorthin kommt. Für den FDAX liegt noch ein Buy-Limit im Markt bei 12.650. Das hat da methodisch zu liegen, aber das ist jetzt natürlich im Moment nicht in Reichweite. Aber ganz wichtig, weil eine neue Aktion ist folgendes. Ich habe den Neuseeland-Dollar jetzt auf die Watchlist genommen und habe einen Buy-Stop gesetzt. Also den Neuseeland-Dollar März Future. Buy-Stop 0,6450. Hier ist die Order im Markt und wir besprechen jetzt, was dahinter steht. So, also
Eine Website, die ich neben unserer eigenen, wir haben natürlich nicht so viele Informationen wie hier, eine Website, die ich sehr gerne nutze, ist barchart.com. Von den Gratis-Webseiten meiner Meinung nach die informativste, aber ich kenne auch nicht alle, aber ich nutze die jedenfalls gerne. Wir wollen uns Folgendes anschauen. So, stehe ich gerade auf dem Schlauch. Was wollte ich denn gerade erzählen? Neuseeland-Dollar, genau. So, also Neuseeland-Dollar. Hier sind wir. Wir gucken uns die COT-Daten für den Neuseeland-Dollar an und sehen dort Folgendes. Nehmen mal das Open Interest dazu, weil das in dem Zusammenhang schon auch eine sehr wichtige Aussagekraft hat. Neuseeland-Dollar bin ich sehr bullish, aber es muss trotzdem immer noch im Hinterkopf sein, wir haben extrem niedrige Zinsen. Wir haben das Problem, dass gerade die Währungen sich auch jetzt nicht so stark bewegen. Ich muss also trotzdem kleine Brötchen backen. Aber der Markt ist absolut spannend, denn wie wir sehen, haben wir extrem bullische Positionierung der Commercials. Rote Linie im oberen COT-Datenfeld. Die Commercials sind mit 37.920 Kontrakten netto long. Jetzt simple Vorgehensweise, das kann jeder machen, ohne dass er irgendwie wen braucht, der ihn dazu auffordert. Wenn ich einen Chart vor mir habe und sehe irgendeine Entwicklung, irgendwas oszilliert, dann gucke ich einfach, was ist denn in der Vergangenheit passiert, wenn? Also in der Vergangenheit, wenn die rote Linie oben war, sprich die Commercials sehr bullish und gleichzeitig die Spekulanten, die Large Traders, in dem Fall mit minus 35.900, mit 35.099 Kontrakten netto short. Das bedeutet also, im Lager der Fonds sind ja einige long und andere sind short. Sind ja nicht alle der gleichen Meinung. Genauso wie jetzt hier wahrscheinlich, wenn ich erzähle, ich bin bullish für den Neuseeland-Dollar, dann gibt es mit Sicherheit eins, zwei Leute, die jetzt bearish dafür sind, weil sie sagen, okay, wir sind im Abwärtstrend und dies, das. Und so ist es natürlich dort auch. Netto-Position bedeutet ja einfach nur, die Long-Position minus die Short-Position und dann bleibt irgendetwas über. Das ist entweder ein positiver oder negativer Wert. Und hier ist es eben so, dass die Large Traders mit 35.099 Kontrakten netto Short sind. Was ist in der Vergangenheit passiert, wenn es so eine Konstellation gab? Naja, es gab hier diesen Schub so von ungefähr 6, 7, 8%. Wir hatten das in nicht so extremer Form, aber auch. Hier an diesem Punkt, da gab es diesen Schub, es waren auch 10% ungefähr, die es nach oben ging. Wir hatten das hier, da gab es eine größere Rallye. Wir hatten das hier, da gab es diesen Schub. Also man kann schon sehen, das war grundsätzlich immer gut, wenn man in einer solchen Konstellation darauf gesetzt hat, dass die Spekulanten ihre Short-Positionen eindecken müssen. Und wenn wir ein bisschen größer zoomen, gerade jetzt die jüngere Entwicklung, und hier das Open Interest mit einbeziehen, dann sehen wir, diese lilafarbene Linie hier unten ist das Open Interest. Das ist relativ hoch. Wodurch ist es hoch? Weil die Commercials, beziehungsweise hier im neuen Report, die Dealer, Intermediary, die haben gekauft. Und das ist tendenziell bullish. Bei einem Rohstoff wären das jetzt zum Beispiel die Produzenten. Und hier sind es sehr umfangreiche Käufe, die hier stattgefunden haben. Open Interest ist deutlich nach oben gegangen. Und ein hohes Open Interest bedeutet nicht immer pauschal, dass es steigt oder fällt, sondern es kommt immer darauf an, wer verursacht es. Wenn ein hohes Open Interest von den Spekulanten, also durch Käufe der Large Traders, verursacht worden wäre, das hatten wir zum Beispiel hier in dieser Situation. Mitte 2017. Open Interest geht deutlich nach oben. Wodurch? Weil hier die Asset Manager, die Large Traders, haben massiv gekauft. Also magentafarbene Linie, lilafarbene Linie steigt, weil die grüne Linie oben steigt. Die Large Traders haben gekauft wie die Ochsen und dementsprechend ist es dann bearish gewesen in dem Fall. Jetzt haben die Commercials gekauft
Das ist eher bullish. Eine sehr interessante Ausgangslage und ich habe, wie gesagt, hier die Order platziert bei 0,645 und wenn man mal jetzt hier auf die aktuelle Historie geht, dann wird auch schnell klar, warum. Weil wenn wir jetzt hier ausbrechen über dieses Hoch, dann haben wir ein neues 10-Tage-Hoch. Das ist dann so eine kleine Preisbestätigung, die wir dann bekommen. Wird es den riesigen Reibach geben? Wahrscheinlich nicht, weil die Zinsen insgesamt diese Märkte einfach auch noch deckeln. Aber hier ist erhebliches Potenzial und ein überschaubares Risiko aus meiner Sicht jedenfalls. Deshalb hier diese Order platziert. Das ist die erste neue Order, die ich in den Markt gegeben habe heute. Und ja, das wird also möglicherweise im Tagesverlauf dann ausgeführt werden. Ist natürlich ein Markt, gerade weil ich jetzt hier auch schon auf den März gegangen bin. Der März ist natürlich jetzt noch nicht so super liquide, das muss auch klar sein. Da ist also noch nicht so viel Volumen drin, aber ist eine interessante Konstellation. Ansonsten, was steht heute auf der Agenda? BTI, Crude Oil, Natural Gas. Im S&P bin ich auf der Long-Seite, da ist alles getan, da gibt es nichts Neues zu tun. Coffee wird interessant werden. Speziell ab 14 Uhr. WTI ab 16.30 Uhr. Erdgas eigentlich ganztags, kann man sagen. Ansonsten, ja, so die üblichen Verdächtigen halt. Das Pfund ist immer interessant, ist jetzt aber heute nicht so akut. Es wird dann Lean Hogs wird spannend werden und Lumber. Das sind Märkte, die sich stark bewegen und bei denen ich am Nachmittag dann auch was machen werde. Lean Hogs ab 15.30 Uhr, Lumber ab 16 Uhr. So. Das sind so die Zeiten, zu denen auf jeden Fall Präsenz am Rechner angesagt ist. Natürlich wird es zwischendrin Leerlauf geben. Das ist völlig illusorisch, dass man glaubt, gerade jetzt in dem Umfeld sowieso nicht, dass da ein Ding nach dem anderen rausgehauen wird, ein Trade nach dem anderen. Von früh bis spät. Also ich wüsste nicht, wo das herkommen soll. Hier sehen wir jetzt die Position im Micro S&P. Da wird der ein oder andere jetzt schmunzeln. Positionsgröße sehr, sehr klein. Das hat seine Bewandtnis. Wir fangen jetzt im Moment erstmals an, Breakouts wieder zu traden, weil die Vola komplett am Boden lag. Und wenn sie das tat, gab es relativ zeitnah starke Ausschläge. Das erwarte ich auch jetzt wieder. Kenne ich die Richtung? Nein, kenne ich nicht. Erster Versuch, erster Ausbruch, den es gegeben hat, seit diesem Signal, seit diesem Vola-Signal, war gen Süden. Der hat nicht funktioniert. Hat, oben sieht man es noch, 100, 160 Dollar Verlust gebracht, wenn man die Gebühren natürlich noch mit dazu rechnet, die man ja mit dazu rechnen muss. Ich kann es auch überhaupt nicht verstehen, wenn Leute ihre Performance ohne Gebühren ausweisen oder thematisieren, weil die Gebühren habe ich ja. Also das ist ja Käse. Jetzt die gedrehte Position ist abgesichert bei 3088. Dort ist ein Stop and Reverse gelegen, sprich Position würde ausgestoppt werden und auch direkt wieder eine Short-Position eröffnet. Wenn das nicht passiert,
gehe ich einfach mit dem Trend so lange, bis es irgendein Signal gibt, was mir sagt, jetzt nicht mehr. Kurzer Blick auf die Marktmatrix. Da nutze ich gerne finviz.com, weil wir dort ja, sehr übersichtlich alle Märkte sehen, wo bewegt sich was, was für Entwicklungen haben wir in welchen Märkten. Da sehen wir zum Beispiel, dass Erdgas ein bisschen auf Erholungskurs ist. Das ist aber auch jetzt nicht so verwunderlich, denn da ist es ja auch ordentlich gen Süden gegangen. Palladium und Platin auch grundsätzlich interessant. Wir haben dort aber, wie schon gesagt, First Notice Date erst am Freitag. Das bedeutet, ich versuche antizyklische Aktionen, wenn ich antizyklisch agieren möchte, möchte ich ja gar nicht in jedem Markt, aber da, wo ich es möchte, versuche ich diese Aktion hinauszuzögern, bis wir das First Notice Date haben. Wir haben es uns angeschaut für Cotton zum Beispiel, können wir an der Stelle auch nochmal machen. Da ist es zum Beispiel sehr regelmäßig aus meiner Sicht und gut nutzbar. Hier zum Beispiel fällt das bis zum First Notice Date, danach steigt es erstmal. Es geht nicht darum, was 3 Monate lang passiert, sondern was ist die Reaktion in den 3, 5, 10, vielleicht 20 Tagen danach. Hier im Vorfeld fällt es, danach steigt es. Hier im Vorfeld fällt es, jüngst ist es gestiegen. Also hier ist es im Vorfeld gestiegen, danach fällt es erstmal. Hier lief es seitwärts im Prinzip in diesen 5 bis 10 Tagen davor. Danach kommt ein Trend. Also es passiert nicht immer eine Trendumkehr. Manchmal beschleunigt sich das, aber ganz oft hat man im Vorfeld eine Abwärtsbewegung, dann kommt ein Konter. Also auf Trends zu setzen nach diesen First Notice Dates, das macht grundsätzlich Sinn. Deshalb auch bei den Metallen. Palladium ist ja jetzt zuletzt hier wieder deutlicher nach oben gegangen. Erstens, wir stehen vor einem saisonal sehr starken Zeitfenster. Da ist auf der Short-Seite sowieso ein bisschen Vorsicht angesagt. Aber vor allem haben wir erst am Freitag das First Notice Date. Und dann möchte ich auch mich ungerne, es sei denn, es gibt wirklich einen triftigen Grund, vorher positionieren, sondern möchte diesen Termin eher abwarten. Bei Crude Oil, wir gucken mal drauf. Bei Crude Oil haben wir standardmäßig mittwochs immer die Lagerbestände. Wir gucken generell mal, wir gucken an der Stelle jetzt generell mal, was heute so alles ansteht. An Termin. WTI war letzte Woche, glaube ich, der einzige Trade, der wirklich schlecht lief. Und bei WTI und auch bei Erdgas wird es jetzt in dieser Phase interessant, weil wir jetzt in der Verbrauchsphase sind. Und da kann es natürlich dann immer wieder auch zu heftigsten Überraschungen kommen. Inventories werden bei minus 0,418 erwartet. Das lässt Raum für Überraschungen. Mal sehen. Und wir haben auch Erdgas auf dem Plan. Morgen ja dann feiertagsbedingt
gar keinen Handel und übermorgen ist verkürzter Handel. Ich persönlich mache an diesen verkürzten Tagen nichts, also Intraday versuche ich nichts zu machen, wenn überhaupt dann auf Swing-Basis, wenn dort Positionen laufen, werde ich was machen, aber ansonsten ist das ein Tag, an dem man nicht viel machen sollte. Es kommen einige Daten aus den USA. Da haben wir eigentlich den Tag heute ziemlich zugepflastert mit Daten. Unter anderem Beigebook. Die ganzen Energies, heute Gasoline, Heating Oil, da werden die Bestände gemeldet und die Produktion. Dann haben wir Konsumausgaben, Hausverkäufe und so weiter, also Einkommen, also da geht einiges heute an Daten durch. Von daher, das könnte ein interessanter Tag werden, so also am Nachmittag eben ab 8, also 8:30 US-Zeit, ab 14:30 unserer Zeit. Und ihr habt es auch gesehen, kommen schon bei der Agenda WTI 16:30 Erdgas, das gleiche. Kaffee ab 14 Uhr. Wir gucken natürlich vorher schon drauf, aber es wird ab 14 Uhr akuter interessant. Lean Hogs fängt sowieso erst um 15:30 Uhr an, Lamba auch. Also das sind die Märkte. Das heißt, es wird sich vieles natürlich in den Nachmittag verlagern. Dann gucken wir ganz kurz noch auf die Forecasts. Viele empfinden solche Intermarket-Geschichten als Hokuspokus. Das ist völliger Quatsch, weil es immer wesentliche Einflussfaktoren gibt. Natürlich werden die manchmal überlagert und dann funktioniert es halt auch nicht. Aber grundsätzlich, gerade jetzt zum Beispiel bei Märkten wie Bauholz, wo haben wir es hier, sind die Prognosen sehr akkurat. Hier unten der Forecast, hier oben die tatsächlichen Schwünge. Hier soll es steigen, es stieg, hier sollte es fallen, es fiel, steigen, stieg, fallen, fiel und so weiter. Großer Aufwärtstrend prognostiziert, der kam auch. Großer Einbruch prognostiziert, der kam auch. Gegenreaktion prognostiziert, kam auch. Ein bisschen zeitversetzt in dem Fall, das war jetzt nicht so genau. Sollte eine Rallye kommen, das war dieser Aufschwung hier, der war jetzt auch ganz ordentlich und jetzt stehen wir potenziell vor einer Abwärtsbewegung. Aus dem Grund versuche ich bei Lamba auf der Short-Seite reinzukommen im Moment. Dann gucken wir mal auf Orange Juice. Da zeigen die Intermarkets bis zum Jahresschluss auch eher gen Süden. Wir sind im Moment hier. Und das Jahresende ist hier. Das heißt, das Ding zeigt bis in den Januar gen Süden. Das alleine als Entscheidungskriterium wäre zu wenig, ganz klar. Aber wir haben die Saisonalität, die in diese Richtung zeigt. Und wir haben den gesunden Verstand oder das gesunde Verständnis dieser fundamentalen Zusammenhänge in diesem Markt. Also ist zumindest die Richtung, in die ich spekulieren möchte, klar. Ob ich damit erfolgreich bin, ist was ganz anderes. Es kann sein, dass ich die Informationen falsch auswerte, dass die Informationen unvollständig sind, dass ich es nicht richtig interpretiere. Das kann alles sein. Oder dass ich irgendwelche Zahlen, die es noch gibt, nicht berücksichtige. Ich gucke vielleicht aufs Angebot. Vielleicht ist aber gleichzeitig die Nachfrage irgendwie explodiert. Und dann geht der Preis doch nach oben. Also das heißt überhaupt nicht, dass ich richtig liegen werde. Aber die Handelsrichtung ist klar. Ich muss ja immer zu klaren Entscheidungen kommen, das ist das Wichtige. Und dass ich dabei aber natürlich auch mal serienweise daneben lange, das ist ja, liegt in der Natur der Sache, völlig klar. So, das ist das. Dann gucken wir mal. Der Yen ist auf der Short-Seite grundsätzlich ganz interessant nach wie vor. Da würde ich hohe Short-Einstiege suchen wollen.
Der bewegt sich ziemlich mit dem Goldpreis in den groben Tendenzen. Bei Zucker haben wir jetzt hier auch noch mal eine Korrekturchance. Ich habe Limits im Markt und man sieht hier, dass es ab Anfang Dezember intermarkettechnisch nach oben gehen soll. Manchmal wird es passieren, dass Intermarkets, die ja nur eins, zwei, vielleicht maximal drei Einflussfaktoren nutzen, dass die eine Abwärtsprognose anzeigen, so wie hier. Und wenn ich an dem Niveau geschortet habe, dann steht es jetzt 2% höher. So, ist das schlimm? Natürlich nicht. Ich habe eine Grundlage für eine Spekulation. Gerade bei Zucker und bei Kaffee hatten wir ein bisschen Anomalien auch in den letzten 2 Jahren immer mal wieder. Da waren also manche Prognosen auch einfach schlecht. Aber das kann ja auch gar nicht anders sein. Wir haben eins, zwei Einflussfaktoren, die sind aber phasenweise natürlich ein bisschen abgemildert oder komplett überlagert. Aber dafür hat man ja ein Risikomanagement, dafür hat man auch sein gesundes Verständnis des Marktes und dafür hat man vor allem auch noch den Preis, sodass man da mitunter gar nicht in irgendwelche Positionen reinkommt teilweise. Hier wird es sehr spannend, wenn die 13er-Marke genommen werden sollte. Da liegt ein großer Verkaufsblock drin. Immer wieder wird der Markt da auch angefüttert. Also diese fetten Verkaufsseiten, die legt ja niemand ohne Grund da rein, sondern es dient dem Anfüttern. Und wenn wir dieses Niveau überwinden sollten, die 13er Region, dann haben wir ein neues Jahreshoch sogar. Und das wäre dann natürlich sehr interessant. Also auch dieser Markt ist auf der Watchlist und hat Potenzial, aber es ist noch nicht akut. Ein Markt, bei dem ich im Moment im Mini-Kontrakt drin bin und es ist gut, dass es nur der Mini ist. Das sind die Sojabohnen und da sehen wir, Prognose zeigt hier ab Mitte September wäre schön, ab Mitte Dezember erste Erholungschancen und so eine etwas nachhaltigere Erholungstendenz sollen wir dann hier ab Januar bekommen. Das heißt also, hier bin ich einen Tick zu früh dran, deshalb auch nur eine kleine Position. Aber so Mitte Dezember und Mitte Januar soll es hier Kaufgelegenheiten geben. Auch das ist natürlich alles andere als perfekt, aber es gibt mir wesentliche Einflussfaktoren wieder. Zum Beispiel für Sojabohnen ist unter anderem auch der brasilianische Real, weil viel Sojabohnen auch in Brasilien angebaut werden. Das war ja jetzt in diesem Jahr, spätestens muss das jeder mitbekommen haben, als die da die Wälder abgebrannt haben, um dort Sojabohnen anbauen zu können und auch natürlich Vieh zu züchten, aber war sehr viel auch von Sojabohnenbauern. Und der Dollar, weil die USA auch ein sehr großer Sojabohnenproduzent sind, ist auch relevant. Aber natürlich gibt es Dutzende weitere Einflussfaktoren, die manchmal auch überlagern. Handelskonflikt kann ich natürlich nie in so einen Forecast einbauen, weil das eine Sache ist, die tritt einmal auf und kommt hoffentlich, solange wir es erleben, nie wieder. Also deshalb ist auch von vornherein klar, dass das immer eine gewisse Ungenauigkeit haben wird, und das hat auch niemand anders behauptet. Die einen nutzen einen gleitenden Durchschnitt und sagen, okay, so wird es in der Zukunft laufen, in diese Richtung wird es weitergehen. Und andere nutzen Intermarkets, weil sie sagen, okay, zur Produktion von zum Beispiel Magerschwein sind Mais und Sojamehl nötig, also beachte ich deren Preise. Oder man schaut drauf, was sind die größten Produktionsländer, größter Produzent für Magerschwein, um bei diesem Beispiel zu bleiben, auch wenn wir jetzt hier gerade die Sojabohnen sehen, größter Produzent von Magerschwein ist die USA, größter Abnehmer Japan. So. Also kann auch dieser Wechselkurs relevant sein. Also da zu sagen, das ist doch Quatsch, das ist Quatsch, wenn man das sagt, weil da stecken fundamental logische Dinge dahinter. Und wenn jemand gerade diese Faktoren auch mal wirklich erlernt, also wenn jemand
Studium in den USA an einer großen Finanzuni hat, Chicago oder Gott weiß wo, der wird genau solche Dinge lernen. Also wer Intermarket-Relationen als Unsinn abtut, das ist nicht richtig, ist undifferenziert. Und auch da ganz klar, ich bin jetzt nicht der Charttechniker, aber auch das hat natürlich seine Berechtigung. Nur, was bewegt den Preis initial? Irgendeine Trendlinie? Oder sind es Produktionskosten? Sind es Margen, die erreicht werden? Das ist doch klar. Also auch hier wieder fragen wir uns doch real, was bewirkt es, dass ein Produzent einen Futures-Kontrakt verkauft oder eben nicht? Natürlich seine Kosten, die Margen, die am Markt zu erzielen sind, also fundamentale Einflussfaktoren. Mit Sicherheit wird man, wenn man jetzt in die Wohnzimmer oder in die Arbeitszimmer von vielen US-Farmern zoomen würde, mal abgesehen davon, dass die jetzt gerade schlafen, würde man dort nicht irgendwie ein Trade Signal Online-Abo sehen oder irgendwie ein Bar-Chart-Abo, um dort eine Linie einzuzeichnen. Das wird man nicht sehen. Die werden natürlich Wetterreports haben, Erntereports und so weiter. Die werden ihre eigene Produktion sehen, aber die werden mit Sicherheit keine Linien in Charts malen. Also ohne das irgendwie negativ zu werten. Das eine ist halt eher deskriptiv, heißt nicht, dass es nicht funktioniert. Mit Sicherheit wird man damit phasenweise sogar besser fahren als mit dem, was ich mache. Das wird temporär immer mal wieder passieren können. Aber das eine bewegt den Preis ursächlich und das andere ist eben eine deskriptive Methode, die auch funktionieren kann. Und dann muss jeder für sich natürlich entscheiden, was nutzt er und warum. Wenn vielleicht, für mich war es zum Beispiel auch so, dass ich natürlich ganz früh am Anfang Charttechnik deshalb genutzt habe, weil ich die fundamentalen Zusammenhänge zu komplex empfand. Wenn man damit noch gar nichts zu tun hat und die ganzen Begriffe nicht kennt, dann für mich war das der einfache Weg. So. Später hat man dann mit Sicherheit die eine oder andere Erfahrung gemacht, wo man mit der bisherigen Methodik auch mal ordentlich eins auf den Deckel bekommen hat. Und dann versucht man mehr zu verstehen. Und wenn man dann mehr verstanden hat, kann es gut sein oder sollte es normalerweise so sein, dass man dann auch seine Vorgehensweise nicht mehr, oder dass man sie verändert, dass man sie nicht mehr beibehält, wie sie vorher war. Aber letztlich alles, was am Ende erfolgreich ist und zwar nachhaltig erfolgreich ist, ist natürlich legitim. Nur es ändert nichts daran, dass Preise im wesentlichen Teil, natürlich ist immer auch, sind ein bisschen ein paar technische Komponenten dabei, aber im Wesentlichen bewegen sich Preise aufgrund von fundamentalen Veränderungen. Zinsen terminieren die Entwicklung, Angebots- und Nachfragetrends, aber nicht Linien in Charts. So, also das zu den Sojabohnen. Bei den Sojabohnen bin ich, wie gesagt, zu früh dran. Da gab es diese Entwicklung, die ich dort antizipiert habe, bislang noch nicht. Aber jetzt ist auch so ein Level erreicht im Konto, bei dem ich dann auch mit mehreren Einheiten handeln kann und auch jetzt in vielen Märkten mit mehreren Kontrakten gestaffelt in den Markt reingehe. Und bei den Sojabohnen ist es der Mini-Kontrakt und der größere Einstieg, der wird erst noch kommen. Wenn wir zum Aktienmarkt kommen, da war die Prognose einer Korrektur ab Juli, die war erst richtig und dann hier ab diesem Punkt hier im November diesen Jahres oder Oktober diesen Jahres, da stimmte die ganze Geschichte dann nicht mehr. Da setzte eine Aufwärtsbewegung schon früher ein auf ein neues Verlaufshoch. Das heißt also, hier hat man ein Stück weit eine anständige Prognose gehabt und hier weicht das dann aber ab. Intermarkets zeigen besonders ab Februar nächsten Jahres gen Norden. Das muss nicht heißen, dass das dann auch so kommt, aber für mich persönlich ist es immer wichtig oder für jeden, glaube ich, ist es wichtig, dass er überzeugt hinter etwas steht.
was er macht, also gerade am Markt, also dass er hinter seinem Ansatz steht. Es darf jetzt natürlich kein kompletter Käse sein, der überhaupt nicht funktioniert, also mit diesem Chaka-Modus, dass man sagt, ja, ich glaube daran, dass ich erfolgreich sein kann, dann wird das auch, wenn aber der Ansatz gleichzeitig kompletter Mist ist, dann wird es nicht funktionieren. Aber ich glaube schon, dass Entschlussfreude ein ganz, ganz wesentlicher Faktor ist. Ich habe auch manchmal Phasen, auch jetzt von ein paar Wochen, vor 1, 2 Wochen, gab es auch mal so eine Phase, wo ich bestimmt 2.000, 3.000 Dollar habe liegen lassen, weil ich zögerlich war. Dieses Zögerliche kann sein, weil das Konto gut gelaufen ist und man sehr defensiv agiert. Es kann sein, dass man vielleicht zu der Zeit generell andere Sachen im Kopf hat, die einen so ein bisschen weniger selbstbewusst sein lassen. Das kann unterschiedlichste Gründe haben. Aber ich glaube, Entschlussfreude und Überzeugung sind schon wesentliche Faktoren. Also sagen wir es mal so, wenn ich einen Ansatz habe, der einen kleinen Gewinnvorteil hat, also der Ansatz muss schon grundsätzlich funktionieren. Wenn ich einen Ansatz habe, der einen kleinen Gewinnvorteil hat, also nicht 50-50, sondern ich habe einen leichten Vorteil, 55-45 meinetwegen. Und zwei Trader nutzen diesen Ansatz. Der eine Trader hat Selbstvertrauen und sagt, okay, klar, ich mache das jetzt und wenn es nicht klappt, dann ist es halt so, aber ich bin überzeugt davon, dass das schon hinhauen wird. Und der andere ist zögerlich und ängstlich. Beide nutzen den gleichen Ansatz. Derjenige, der überzeugt ist davon, der wird wahrscheinlich eine sehr positive Rendite rausholen. Und derjenige, der nicht überzeugt ist, der wird eine negative Rendite rausholen. Oder gehen wir einfach mal davon aus, dass der Ansatz am Ende ein Nullsummenspiel ist. Das ist vielleicht sogar ein besseres Beispiel. Ansatz ein Nullsummenspiel. Der eine ist voll überzeugt und handelt sehr, ist sehr entschlussfreudig und handelt. Und der andere ist zögerlich. Derjenige, der zögerlich und ängstlich ist, wird wahrscheinlich im Negativen, da wird die Münze auf die falsche Seite fallen. Das heißt, der wird im negativen Terrain ein Ergebnis erzielen. Und der andere alleine nur durch die Entschlussfreude, weil er halt einfach macht und dadurch auch ab und zu mal so ein bisschen das Glück, wobei es ja nichts mit Glück zu tun hat, aber so ein bisschen das Glück, wenn man es mal so nennen will, auch mal erzwingt, der wird im positiven Terrain landen. Also das alleine macht einen nicht erfolgreich, aber ich glaube, dass das schon sehr, sehr wichtig ist. Ich merke das zumindest bei mir, wenn ich entschlussfreudig bin, dann lasse ich weniger liegen, als wenn ich zögerlich bin. Es kommt selten vor, dass ich zögerlich bin, aber manchmal ist das so und dann stellt man meistens fest, das ist nicht gut, wenn man so zögerlich ist. Weil jemand, der entschlussfreudig ist, machen wir es mal einfach, jemand, der entschlussfreudig ist, geht irgendwo rein und wenn es nicht läuft, trifft er vielleicht auch den Entschluss, er geht wieder raus. So, zwei Entschlüsse getroffen, hat aber eine Chance, Geld zu verdienen. Der Zögerliche ist ja schon beim Einstieg zögerlich, das heißt, der geht erst gar nicht rein und möglicherweise, das kann ja dann auch noch passieren, passiert es ihm mehrfach, dass er nicht dabei war und es läuft und dann wird er irgendwann durch seine zögerliche und ängstliche Haltung, wird er irgendwann sagen, ich verpasse hier so viel, jetzt mache ich es aber mal und dann erwischt er genau irgendwie ein lokales Hoch und ist long. Also zögerliches Verhalten ist eher ein Performance-Reduzierer und ich habe das ja in verschiedensten Konstellationen auch selbst schon erlebt. Gerade wenn man öffentlich handelt, ist es natürlich immer noch mal eine andere Kiste, weil es ist schon schwer für sich alleine mit den Ups und Downs im Markt, aber auch in den Ergebnissen zurechtzukommen. Wenn man das öffentlich macht, ist es nochmal eine andere Note. Das sucht man sich auch selbst aus, deshalb soll das kein Gejammer sein. Aber es ist mental nochmal sehr viel beanspruchender. Und das macht noch viel mehr mit einem, als wenn man das jetzt mit sich selbst ausmacht. Wenn man es mit sich selbst ausmacht, ja, dann ist es halt phasenweise super, aber man kann es vielleicht einordnen und es ist phasenweise vielleicht schlecht, aber man kann es für sich ganz gut einordnen. Wenn man es aber öffentlich macht, dann potenziert sich das jeweils nochmal. Und das ist das, was dort ein gutes Training ist, aber was natürlich auch Potenzial hat, wenn jemand ein etwas zarter, beseiteter Mensch ist, ihn schon auch sehr zu verschrecken. Das kann auch passieren, aber dann darf man es halt einfach nicht machen. Das ist auch klar. Also dazu wird ja keiner gezwungen.
Jeder kann es ja für sich auch machen. Aber das ist der Erfahrungswert. Also hier haben wir im Moment ein neues Allzeithoch. Ich wüsste auch nicht, warum das jetzt fallen soll. Wir haben so ein paar Intermarket-Geschichten natürlich vom Zinsmarkt her, die da eine Chance sahen, dass es nochmal weiter korrigiert. Aber ansonsten, gerade wenn man jetzt auch hier, das ist jetzt die Variante des kupferbasierten Forecasts. Warum nutzt man das? Kupfer als Industriemetall natürlich als Frühindikator für die wirtschaftliche Entwicklung schon zumindest zu beachten. Und der Aktienmarkt bildet die wirtschaftliche Entwicklung dann natürlich auch ab. Und auch hier ist es so. Also warum nutzt man denn sowas als Frühindikator? Wir haben es eben gerade für Lean Hogs besprochen. Ich glaube, dass Kupfer ein Frühindikator ist, das hat jeder schon gehört. Und wahrscheinlich vielen ist es auch bewusst, warum es so ist. Aber vielen ist es auch, glaube ich, nicht bewusst. Oftmals hört man Dinge, schnappt die auf, sagt, okay, Frühindikator. Aber warum ist es so? Naja, wenn ich heute ein Haus bauen möchte und dort Leitungen, Rohre und Gott weiß, was alles verbaut werden müssen. Wenn ich heute ein elektronisches Gerät kaufe, ein Stromkabel, was auch immer, dann muss ich die Komponenten, um das zu errichten, auf jeden Fall vor heute schon gekauft haben. Sonst funktioniert es nicht, dass ich es herstelle. Und ich brauche für den Herstellungsprozess natürlich ein bisschen und irgendwann wird es dann verkauft bzw. nachgefragt und somit dann verkauft. Das heißt also, aus genau diesem Grund sind Märkte wie Kupfer, aber auch Palladium Frühindikatoren oder taugen als Frühindikatoren. Sie sind mit Sicherheit nicht die alleinigen und sie sind nicht die alleinigen Einflussgrößen für den Aktienmarkt. Aber es sind wesentliche Faktoren. Sie taugen dazu. Es ist besser, wenn man sie zumindest peripher im Blick hat, als wenn man sie missachtet. Weil ich muss das Kupfer oder ich muss auch Palladium, was ich in einem Katalysator oder was ich in einem Handy verbaue, also ich spreche jetzt von Palladium, das muss ich vorher einkaufen, bevor ich es produziere. Und die Produktion wiederum dauert ja eine Weile und dann irgendwann wird es verkauft. Und bis dann dieser Verkauf abgewickelt ist und in der Wirtschaft sich also ein Ertrag ergeben hat, der dann das Unternehmensergebnis zu steigern vermag, das dauert natürlich. Und genau deshalb ist es ein Frühindikator, weil ich diesen Rohstoff schon, was weiß ich, 6 Monate vorher einkaufen muss oder 3 Monate vorher einkaufen muss, ihn verbaue und dann das Produkt verkaufe und dann kommen die Einnahmen. Also ich erkläre jetzt hier nichts, wo man sagen kann, ach, der Wolfram ist aber schlau, woher weiß er denn das? Es geht darum, dass man viele Dinge natürlich weiß, aber Dinge zu wissen oder sie sich ins Bewusstsein zu rufen, da liegen Welten dazwischen. Das beste Beispiel ist ja Rauchen. Warum werden denn da völlig kaputte Lungen, abgesägte oder verstümmelte Füße, abgefaulte Füße und so weiter auf die Zigarettenpackung gemacht. Jeder weiß, dass es schädlich ist, gesundheitsschädlich ist. Aber durch diese Bilder ruft man die Dinger ins Bewusstsein. Im Unterbewusstsein weiß das jeder. Ich weiß auch, dass Zucker schädlich ist, habe aber phasenweise bei Seminaren auch irgendwie, wenn man im Stress ist oder wenn man müde ist, eine Cola nach der anderen reingezwitschert. Dann leg aber mal so ein Stück Fleisch in eine Cola rein. Oder wir alle wissen, wie das Fleisch, das Hackfleisch, was wir essen, oder vielleicht auch mittlerweile nicht mehr essen, wie das alles zustande kommt. Wenn so ein Schnitzel auf dem Teller liegt, jeder weiß, dass es Fleisch ist und weiß, dass das mal ein Tier war, aber man macht es sich nicht bewusst. Jetzt leg aber mal den Rest des Tieres neben den Schnitzelteller. Dann wird keiner mehr dieses Schnitzel anfassen. Also es geht meiner Meinung nach ganz entscheidend darum, es geht nicht darum, immer zu sagen, ja, habe ich doch schon mal gehört, weiß ich. Ich weiß so viele Sachen, die ich mir aber nicht ins Bewusstsein rufe. Wir rennen in irgendwelche Läden, kaufen T-Shirts für 5 Euro. Macht sich jemand bewusst, wie die zustande kommen?
Auch nicht. Also es geht entschieden darum, sich Dinge bewusst zu machen. Und auch hier bei den fundamentalen Zusammenhängen oder bei den Sachen, die man anwendet, auch wenn es charttechnische Dinge sind. Also zum Beispiel, es gibt absolut sinnvolle Candle-Patterns, also Kerzenmuster zum Beispiel, Erschöpfungslücken, absolut sinnvoll, bärische Überlagerungen, Outside Days, wie sie alle heißen. Ich weiß die ganzen Namen gar nicht, weil ich jetzt nicht so der Charttechniker bin. Aber es gibt ein paar Muster, die absolut Sinn machen, beziehungsweise hinter jedem Muster steht ja irgendeine Aussagekraft. Und manche Muster sind absolut sinnvoll. Und jetzt kann ich natürlich dieses Muster auswendig lernen und kann den Namen kennen und kann sagen, das ist ein Doji und das ist ein Abandon, irgendwas. Also ich kenne die Namen nicht mehr. Die allerwenigsten. Aber die Aussagekraft, was mir ein Muster anzeigt, das habe ich sehr präsent. Also wenn wir heute meinetwegen im S&P fester eröffnen und dann wird das abverkauft. Wir gehen wieder in die Vortagesrange rein. Larry Williams nennt das Oops-Pattern. Das ist zum Beispiel ein stark bearisches Muster, wenn sowas kommt. Oder wenn wir, keine Ahnung, in Lean Hogs eine Abwärtslücke reißen, dann wird es hochgekauft. Das ist zum Beispiel ein Muster, wie auch immer man das jetzt in der Charttechnik nennt. Das ist mir persönlich ehrlich gesagt egal, wenn über irgendwelche Überlagerungsmuster und Gott weiß was, Engulfings und Gott weiß was. Aber das, was dahinter steht, das ist wichtig. Und das ist auch wieder ein Punkt. Wie nähert man sich der Sache? Lernt man jetzt irgendwelche Dinge auswendig und kann dann sagen, ja, das ist doch dieses Muster und das heißt so und das ist ein Haramochi, irgendwas. Oder sage ich, okay, aber wenn das Muster auftritt, das sagt aus, dass erstmal alle in die Richtung gegangen sind und dann wurde es aber trotzdem abverkauft, also zeigt es eine Erschöpfung im Markt an. Das ist viel, viel wichtiger. Also ich glaube, man sollte viel mehr, jedenfalls wenn ich von mir ausgehe, war das oder ist das eine Entwicklung über die Jahre, die ich schon auch genommen habe. Man sollte viel mehr in dem Modus unterwegs sein, die Dinge zu verstehen, als sie auswendig zu lernen und abzupinseln. Das ist das, worum es hierbei geht oder was ich damit sagen will. Hier wird es ganz interessant, um das auch nochmal abzuschließen. Dann sind wir mit dem morgendlichen Briefing soweit durch. Hier bekommen wir eine Phase so ab Mitte Dezember, die dann auch nochmal sehr stark sein soll. Intermarkettechnisch hatten wir hier schon im Prinzip so ab September schon die Indikation, dass das jetzt so langsam vorbei ist mit der Korrektur. Sieht man auch, der eine Einflussfaktor Zinsen zeigt noch gen Süden. Der andere Einflussfaktor Rohstoffpreis eines Industriemetalls zeigt schon gen Norden für den Aktienmarkt. Und mal hat das eine mehr Recht, mal das andere. Wenn man beides nutzt, um die Gewichtung zu justieren, auch kann das schon insgesamt eine ganz gute Sache sein. So, also, das sind die Positionen im Moment. Was steht an? Wir gucken mal ganz kurz auf Zucker, weil das ist jetzt gerade in den Handel gestartet, bevor wir in eine Pause gehen. Bei Zucker für diejenigen, die nicht täglich hier dabei sind. Zucker sehen wir zum Beispiel in der Markttiefe, vielleicht für diejenigen, die eventuell aktiver handeln wollen in so einem Markt. Bei Zucker und auch bei einigen anderen Soft Commodities ist es so, dass man dort im Orderbuch eigentlich immer wieder auch recht große Diskrepanzen zwischen der Bid- und der Ask-Seite sieht. Wenn man jetzt hier die Bids sieht, 62, 84, 160, da ist kein einziges oder hier unten mal eins mit 300 Kontrakten, aber die sind alle irgendwo so bei 100, 100 bis 200 Kontrakte, kann man sagen. Das ist normal auf einem Order-Level. Wenn man jetzt hier guckt, im Ask haben wir auf einmal 679, 919, 479, 741. Und wenn wir weiter hochscrollen, kommen jetzt gleich die richtig fetten Dinger, es sei denn, sie sind rausgezogen worden. Bei 13 liegen 2400 Kontrakte. Das, was typischerweise dann passiert, ist, dass Trader sich
in Sicherheit wähnen und sagen, okay, darüber wird es nicht gehen, also lege ich jetzt mal eine Short Order rein oder lege ein Sell Limit rein oder verkaufe Market, was auch immer. Und diese richtig dicken Blöcke, die dienen dem Anfüttern, in diesem Markt jedenfalls. Kann ich nicht für jeden Markt sagen, aber hier ist es so. Und ich persönlich nutze das so, meistens jedenfalls, dass ich gegen die großen Seiten handle. Das heißt also, die Handelsrichtung ist jetzt bei Zucker fast immer. Ich hatte mal einen Short Trade neulich, weil es da tatsächlich sehr nah an die 13 rangelaufen war und da war es, dass 4, 5, 6% durchgezogen hatte, war es für mich wahrscheinlich, dass dieses Anfüttern nochmal wirkt und der Preis nochmal zurückgeworfen wird, weil das ist ja die Idee dahinter. Man macht Drohgebärden oben auf, viele Trader sehen das und legen sich darunter mit ihren Orders und dann kann derjenige, der tatsächlich kaufen möchte oder Shorts covern möchte, kann das kursschonender machen, weil einfach mehr im Ask liegt als vorher. Das ist die Idee dahinter. Also bei Zucker haben wir nach wie vor diese fetten Blöcke da in Richtung 13. Heißt also, die Grundausrichtung ist hier für mich long in diesem Markt, solange das so ausschaut, weil das Anfüttern klassischerweise ist. Und habe jetzt aber hier, abgesehen von diesen Limits, keine weiteren Orders im Markt, beziehungsweise auch noch keine Ambition, hier was zu machen. Das wird alles erst noch kommen. Gegenwärtig ist das noch nicht spruchreif so früh am Morgen. Bei Erdgas bin ich im Mini-Kontrakt auf der Long-Seite. Erdgas erholt sich ein bisschen. Und im FDAX haben wir nach wie vor eine sehr träge Entwicklung, also auch gestern gehabt. Der FDAX bewegt sich überhaupt nicht mehr vom Fleck. Da haben wir eine Bandbreite von 150 Punkten, haben wir ja gestern uns angeschaut. 150 Punkte in den letzten 3 Wochen mit einem Ausreißer nach oben, der ganz kurz war, ein paar Minuten, und einem Ausreißer nach unten. Aber ansonsten 150 Punkte Handelsspanne. Jetzt macht euch einfach bewusst, die langfristige durchschnittliche Tagesrange liegt bei 135 Punkten für den DAX Future. Und wir haben 150 Punkte. Nehmen wir mal die zwei Ausreißer, die ganz kurz waren, nur für ein paar Stunden. Nehmen wir die mal weg. Dann haben wir 150 Punkte Haupthandelsspanne. Also ein bisschen mehr als das, was die durchschnittliche Tagesschwankung ist, haben wir innerhalb von 3 Wochen gehabt. Und wenn mir da noch einer erzählen will, dass sich das nicht auf das Potenzial, auf das Performance-Potenzial auswirkt, dann falle ich völlig vom Glauben ab. Also natürlich wirkt sich das aus. Wir haben Situationen gehabt, da ging es an einem Tag 500 Punkte runter und am nächsten Tag 400 Punkte rauf. Mir kann doch keiner erzählen, dass man in dem einen Umfeld das Gleiche rausholt wie in dem anderen. Bei dem einen gibt es klare Trendbewegungen. Ich kann nach unten 200, 300, 400 Punkte mitnehmen, nach oben auch direkt am Folgetag 200, 300, 400 Punkte. Und hier eiert das 40, 50 Punkte hin und her. Da muss ich ja die Wendepunkte genau kennen. Wenn man die kennt, mit Sicherheit, es gibt Leute, die in Range-Phasen sehr, sehr gut sind. Mein Ding wäre es nicht. Aber auf jeden Fall ist das Potenzial immer begrenzt und der Aufwand ist vergleichsweise hoch. Dann gibt es Situationen, in denen ist der Aufwand gering und das Potenzial ist riesig. Also hier ist es auch so, es gibt noch nichts zu tun. Vor allem solange wir in dieser Bandbreite uns bewegen, gibt es noch nichts zu tun. Aber wir bleiben mal ein Weilchen hier drauf. Und dann gibt es ja in einer halben Stunde ungefähr Handelseröffnung bei Kaffee und dann in einer Stunde bei Kakao. Schwerpunkt wird aber heute ganz klar sein, der Nachmittagshandel. Ich schiebe mal hier für diejenigen, die ein bisschen später dazugekommen sind, schiebe ich mal das so, dass man hier auch die aktuellen laufenden Positionen sieht. Wenn ich das, da habe ich gerade neulich auf der WOT mal mit einem Trader gesprochen, da war die Bitte, dass ich das hier mal auf
ziehe, weil da die Positionen sehr zu sehen sind. Das Problem ist, da sind ja auch etliche Märkte drin, weil ich ja insgesamt, keine Ahnung, 25 verschiedene Kontrakte handle. Da sind ja auch etliche Märkte drin, zwischen den einzelnen Positionen. Das heißt, man müsste das dann hier scrollen. Schaut euch das an. Das ist ja nicht darstellbar. Es ist ja nicht so, dass die einzelnen Positionen dort alle angezeigt werden, sondern da sind ja auch zwischendrin einfach nur Kontrakte, die im Moment Position 0 haben. Von daher macht das keinen Sinn. Also ich kann das immer gerne mal zeigen. Das sind die ganzen Orders zu sehen, die wir auch schon aufgelistet haben. Das sind die laufenden Positionen. Nur das Problem ist, dann müsste ich hier am laufenden Meter am Scrollen sein. Deshalb schreibe ich es hier nieder, poste das immer mal wieder. Also hier seht ihr die realen Positionen. Nur mit dieser Darstellung gewinnt man nichts, weil dann habe ich überhaupt keinen Chart mehr hier, den ich sehen kann. Und ich müsste trotzdem scrollen. Also das nur mal als Information, weil das Thema neulich war, als ich mit einem Teilnehmer des Live-Trading-Rooms hier gesprochen habe. Das macht also keinen Sinn. Deshalb, das hier sind die Positionen, die laufen. Hier sind die Orders, die im Markt sind. Neue Order ist bei Neuseeland-Dollar, beim Neuseeland-Dollar-Future bei 0,645. Ein Buy-Stop, der ist auch gültig bis auf Weiteres. Heute Nachmittag wird es dann interessant bei Leanhawks, Lumber, WTI, Erdgas, möglicherweise auch bei Kaffee. Also das wird sich alles so in die Zeit zwischen 14 und 17 Uhr, 17:30 Uhr. Das wird so die Hauptzeit sein, in der es wahrscheinlich eher Chancen gibt und potenzialträchtig ist. Vormittag werden wir jetzt erstmal so eine Stunde nichts machen, weil jetzt tut sich nichts. Dann gucken wir drauf, ob irgendwo in den Eröffnungsminuten von Kaffee oder in der Eröffnungsstunde von Kaffee und Kakao sich was Spannendes ergibt, ob dort Orders in den Markt können. Aber das wird sich ansonsten hauptsächlich in Richtung des Nachmittags verlagern. Das lässt sich also an der Stelle schon mal sagen.